Passt. Willkommen zurück, eine neue Folge WoW The Burning Crusade Classic, die Pre-Quest sowohl für den Schrecken der Nacht als auch für das Auge in der Festung der Stürme. Gleichzeitig haben wir auch noch die Daily HC, glaube ich, mich recht entsinne. Das heißt, wir können hier multiple Quests einlösen, wenn wir jetzt in den zerschmetterten Hallen auf HC reingehen. Was müssen wir jetzt alles machen? Wir brauchen vom ersten Boss den Dämmerfolianten. Den brauchen wir für Karazhan, um in der Attunement-Quest-Reihe für Nightbane das fortzusetzen. Wir benötigen für das Auge der Stürme den Time Run. Was der ist, werde ich gleich nochmal erklären. Und wir benötigen den Endboss, um die Daily HC Quest abzuschließen. So, der Time Run. Das ist nämlich hier die Prüfung der Naru Erbarmen, um die unbenutzte Axt des Henkers zu erhalten. Ihr wisst ja sicherlich, hinter dem Endboss, hinter Kargav Messerfaust, befindet sich noch ein kleiner Raum dahinter. Eine kleine Einbuchtung. Und auf Non-HC ist da nichts, ne? Ist halt einfach leer. Auf HC ist es allerdings so, dass da ein bisschen Story quasi dahinter steht. Und zwar haben die Orks der brennenden Klinge drei Personen gefangen genommen, drei Verbündete von uns, die sie jetzt hinrichten wollen. Und unsere Aufgabe ist es, Kargav zu töten, also den Boss zu töten, bevor er den Befehl gibt, dass der Henker die Gefangenen hinrichtet. Dieser Time Run startet, wir pullen jetzt schon mal hier vom Anfang an und gehen schon mal rein, dass wir loslegen können. Der Time Run startet, sobald wir den ersten Boss besiegt haben und quasi zum Spießrutenlauf übergehen. Danach startet der Time Run und wir haben eine Stunde Zeit, um den Henker oder um Kargav zu töten. Danach stoppt der Timer und wir können dann quasi den Henker auch noch besiegen, um unsere Verbündeten zu retten. Das ist im Endeffekt die Aufgabe. Sollte es uns in der Stunde nicht gelingen, wird Kargav den ersten Verbündeten hinrichten lassen. Und wir haben dann, ich glaube, 15 Minuten danach noch Zeit, die restlichen zwei noch zu retten. Wenn uns das auch nicht gelingt in den 15 Minuten, haben wir, glaube ich, am Ende nochmal 10 Minuten, um wenigstens einen zu retten. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, jetzt ist mein Pet schon wieder gestorben, gleich mal wiederbeleben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie das mit der Quest ist, weil hier steht ja nur die unbenutzte Axt des Henkers. Das heißt, wir müssen den Henker looten. Würde für mich jetzt heißen, dass es ausreicht, wenn wir den, quasi einen unserer Verbündeten retten und so dass der Henker halt noch da ist und wir den Henker umhauen können, um dann die Axt zu looten. Allerdings ist es im Endeffekt so, die Stunde für den Time Run ist so so großzügig ausgelegt, dass wenn man diese Instanz schafft, ohne dass man vibet, sondern schön gemütlich durch die Instanz durchgezielt mit CCs und so weiter die ganzen Gegner pullt, um sie dann niederzustrecken, dass man dann auch den Time Run schafft. Sollte man allerdings an ein paar Sachen viben, dann wird es halt schwer mit dem Time Run. Okay.
Okay, so den ersten Gang haben wir hinter uns. Und jetzt gibt es gleich mal wieder einen Bug zu sehen. Normalerweise ist es so, sobald man hier einen dieser Gruppen hier pullt, kommt die zweite Gruppe noch mit hinzu. Wenn man den... Oh, manchmal ist es auch so, dass nur zwei Mobs kommen. Wenn man den Chef dort pullt, ne, der als Totenkopf jetzt drauf hat, ist es im Normalfall so, dass zwei Gruppen mitkommen. Also normal pullt man, wie wir es jetzt gemacht haben, ganz links oder halt ganz rechts, dann kommen die zwei Mobs. Dann pullt man die andere Seite, kommen auch wieder zwei Mobs und dann kann man den in der Mitte noch pullen. Wenn man ihn in der Mitte gleich pullt, kommen eigentlich zwei Gruppen. So, er wurde jetzt mitgepullt, es kommt die linke von den zwei Gruppen noch mit. Und kurioserweise, ihr seht es jetzt hier, kommen jetzt alle. Und keine Ahnung, wieso alle kommen, weiß es nicht. Also muss irgendwas wieder dämlich gewesen sein, irgendwas war verbuggt, weil normalerweise kommen nicht alle, sondern es kommen entweder die zwei linken oder die zwei mittleren oder die zwei rechten Gruppen, je nachdem, wo er gerade steht. Ne? Aber es kommen definitiv nicht alle. Aber in dem Fall ist es halt passiert. Okay. Ja, super, jetzt hat er mich kurz vorm Ausgang auch noch weggehauen. Boah. Schon wird der erste Aufreger in der Instanz. Gut, wir sehen uns gleich mal wieder, wenn wir vor der Gruppe stehen und die besiegen werden. Bis gleich. So, wir sind dann noch einmal gewiped bei der Gruppe, weil wieder alles kam. Das heißt, wir bereiten uns jetzt mal vor und gucken, dass wir nur die beiden Rechten jetzt holen. Ah, jetzt kommen beide Gruppen, auch super. Also die erste Gruppe ist halt richtig gänzlich verbuggt irgendwie, keine Ahnung. Na gut, dann hauen wir zumindest mal die vier Leute hier um. Ich hoffe, dass jetzt der Rest nicht auch noch kommt. Schon wieder ein Heidenchaos. Unser Mili-Charmier hat es schon wieder zerrissen. Und wir gucken mal. Ja, jetzt kommt zumindest der Boss nicht, der schickt jetzt einfach nur immer mal einen noch mit als Reserve, der noch mit reinkommt. Aber ansonsten haben wir jetzt erstmal die vier Mobs, von denen wir jetzt drei gekillt haben. Einer ist noch im Schaf, den hauen wir auch gleich noch um. Und dann sieht es doch ganz, ganz ordentlich aus. Dann werden wir erstmal unseren Kollegen ratzen. Und dann sollten wir nur noch drei Gegner haben, nämlich den großen, den Kommandanten quasi und zwei weitere. Jetzt kommt noch so ein Dödel an hier. Den hauen wir jetzt auch noch fix um. Wenn ihr euch wundert, dass kein Ton da ist, ich war mit den Gildenkollegen, das sind alle jetzt Spieler, die mit in unserer Gilde drin sind oder in der Gilde, in der ich jetzt drin bin, um raiden zu können. Das ist jetzt nicht meine eigene Gilde, die besteht natürlich auch noch. Also wer da gern beitreten möchte, entweder in die eigene Gilde oder halt hier in die Gilde, um vielleicht mit raiden zu wollen, könnt ihr euch natürlich gern melden. Also überhaupt kein Problem. Und was wollte ich jetzt sagen? Ja, es sind halt alle von einer Gilde, spielen heute mit einem Bärendruiden, Shami-Heiler, einen Verstärker-Schaman und einem Magier. Und wir haben die erste Gruppe geschafft. Das ist quasi schon hier das Schwerste in der ganzen Instanz, weil das Zeug teilweise verbuggt ist. So, weiter geht's. Kommen die Wachposten wieder, dann kommen die Fünf-Mann-Gruppen. Und dann geht es bald schon zum ersten Boss.
Kurioserweise wird es jetzt wesentlich besser klappen, auch wenn wir gleich fünf Mann Gruppen haben. Aber es ist halt immer besser, wenn man weiß, man pullt so und so viel. Dann kann man sich darauf einstellen, das ordentlich koordinieren. Im Vergleich zu, oh, jetzt sind wieder ein paar Mobs dazugekommen und das alles dann so unkontrolliert am Ende. Ja, genau. An dem Thema war ich, warum ihr keinen Ton hört, weil wir eben im Discord waren und ja, das muss jetzt nicht unbedingt mit in ein Video rein, weil ich da natürlich von jedem das Einverständnis bräuchte und das ist dann einfach zu viel Arbeit. Deswegen machen wir einfach einen Ton aus und ich kommentiere es hier, von daher sollte das ja kein Problem sein. So, Viereck wird in die Frostfalle reingepackt. Mond wird zum Schaf. Toll, jetzt hat es den anderen wieder erwischt. Obwohl der hinter dem gelaufen ist, hat es den anderen in die Frostfalle reingepackt und nicht Viereck. Das ist echt manchmal merkwürdig, was das Teil da auslöst, diese Frostfalle. Gut, dann hauen wir halt die anderen Mobs um. Frostfalle müsste jetzt gleich ausgelöst werden. Genau, da kommt er wieder raus, wird aber direkt vom Tank eingefangen. Habe mich extra so gestellt, dass der Mob quasi durchs Melee- und Tankcamp durchläuft. Dann konnte der Tank ohne Probleme ihn einfach anhauen, hat die Aggro bekommen. Hauen wir den noch mit um. Und dann geht es noch aufs Schaf drauf. Das passt doch ganz gut. Okay. Die Gruppe ist fertig. Jetzt kommen die nächsten zwei Gruppen. Einmal eine Vierer, einmal eine Fünfergruppe. Wir CC'n wieder die gleichen Mobs. Hoffen wir mal, dass in diesem Fall das blaue Viereck auch in seine Falle reinläuft, wie er reinlaufen soll. Und die anderen werden dann schön um die Ecke herumgezogen. So, ich habe schon nochmal die Falle erneuert, weil es ein bisschen länger gedauert hat. Schön mit unserem ablenkenden Schuss die Aggro gezogen von dem blauen Viereck. Wir gehen wieder zurück zum Ausgangspunkt. Unser Bär sammelt die ganzen Gegner ein, tankt sie schön an. Und dann geht es erstmal auf Totenkopf. Okay, der nächste sind dann die Scharfschützen. Die sind schon vorgedottet worden und fallen jetzt gleich um. Blau kommt raus, Tank ist dran. Unser Pet wusste gar nicht so richtig, ob es jetzt links oder rechts an den Mob rangehen sollte. Deswegen ist es zickzack gelaufen. Und Mond als letztes. Das hier, wenn die Gruppen so funktionieren oder so aufgestellt sind, wie sie sein sollen, ne, und nichts irgendwie verbuggt ist oder komisch läuft, funktioniert das ohne Probleme. Ne. Dann ist die Instanz auch überhaupt nicht schlimm, weil du alles kontrollieren kannst. Wenn aber hier ständig irgendwelche Ads dazukommen, die gar nicht beabsichtigt waren, gepult zu werden, einfach nur weil, ja, keine Ahnung wieso, weil ich bin schon so häufig hier in der Instanz gewesen und manchmal kommt die ganze Gruppe am Anfang, dann pult man den in der Mitte, da kommt nur er allein. Dann pullt man zwei ganz links, da kamen auch schon mal die beiden ganz rechts mit dazu. Also ich sehe da halt kein Schema dahinter, kein klares Schema, was passiert, wenn man die Gruppe pullt. Das ist für mich alles so random. Naja.
So, unser Mili-Schami hat es mal wieder auf den Deckel gekriegt. Die Problematik ist meistens, und das sehe ich halt auch nicht nur bei uns als Gildengruppe, sondern vor allen Dingen bei den Random-Gruppen. Wenn du einen Magier dabei hast, dann ist es ja häufig so, dass der Mage aggro zieht, weil er halt so viel Burst-Damage mitbringt. Wenn der Mage aggro zieht, haben die Mages ihre Notfalltaste. Nennt sich Frost und Blinzeln. Das heißt, es wird erstmal ein AOE-Frost gemacht, dass alle Gegner weggefrostet werden und dann wird sich weggeblinzelt. Ist für den Jäger super, ist für Hunter-Pets und Melees der absolute Graus. Einfach aus dem Grund, weil sobald der Mob festgefroren ist, ist dem Mob das scheißegal, wer ganz oben in der Aggro hat, in der Aggro ist. Derjenige, der am nächsten an dem festgefrorenen Mob ist, wird halt dann geschlagen. Wenn der Tank mit dran ist, wird der Tank geschlagen, weil er dann in der Aggro oben ist, ne? Wenn aber der Tank halt gerade nicht dran ist, und das ist ja meistens der Fall, wenn der Mob vom Tank zum Caster rennt, bleibt er irgendwo in der Mitte stehen. Und wenn aber da eine Melee halt gerade auf einen anderen, also auf den Tank-Mob eintrischt und hinter ihm wird einer festgefroren, dann dreht sich der Mob halt um und haut dem Melee derartig seine Axt ins Kreuz, dass das halt in den meisten Fällen ein Crit und ein One-Shot ist. Das, ja, für die Magier ist das immer ziemlich einfach, festfrieren und dann wegblinzeln. Für Hunter-Pets und Melees bedeutet es halt in den meisten Fällen der Tod. Ne? Und so schnell kannst du als Heiler halt auch kaum reagieren, weil das halt direkt ein, zwei Schellen gibt innerhalb von einer Sekunde und dann ist der tot. Also du erwartest ja auch nicht, dass jetzt der Melee, der nirgends Aggro hat, auf einmal eine Schelle abbekommt, die sich gewaschen hat, sondern ja, der Mob rennt raus. Du achtest noch auf den Tank, dass der nicht stirbt und auf einmal macht's bum bum und dann ist der Melee kaputt, ne? Siehst du schon wieder, wie viel Damage da unser Melee-Shami bekommt. Einfach mal 2000er Hits werden halt so schnell ausgeteilt und in den meisten Fällen ist es halt wirklich so, dass der Mage, jetzt hat er wieder festgefroren, dass der Mage halt einfach, ja, die Schuld quasi daran hat, dass die Gegner oder die Melees zerhauen, ne? Oder eben das Pet vom Hunter. Obwohl das Pet vom Hunter jetzt nicht ganz so ja, ganz so entscheidend ist. Also kein, in den meisten Fällen macht ein Hunter-Pet nicht mehr Damage als eine Melee-DD. Aber es ist natürlich ein signifikanter Damage vom Hunter, der dann verloren geht. Beziehungsweise je nach Pet kann natürlich auch einer von wichtigen Buffs oder Debuffs verloren gehen, den man sonst nutzt. Gut, der erste Gang ist vollendet. Und wir haben jetzt hier noch den Bestienmeister mit seinen zwei Hunden. Die Hunde am besten fokussen, weil die tierisch viel Schaden austeilen. Die sind allerdings einfach nur normale Gegner, also keine Elite-Gegner, deswegen kann man die ziemlich schnell weghauen. Das funktioniert ganz gut. Der Hundemeister hatte mich gerade im Target. Dann könnte man ja mal ausprobieren, wer hier der stärkere Hunter ist von uns beiden. Ich glaube, ich würde den kürzeren ziehen. Aber ja, ich bin hier super, super, duper Mega Hunter, ne, in Ausbildung. Von daher. Okay. Da wir keinen Schurken haben, kommen wir leider nicht in den Thronsaal hier, in Anführungsstrichen Thronsaal rein, sondern müssen erstmal durch die Kanalisation uns durchkämpfen. Das ist natürlich der Traum eines jeden Magiers. Ja. Schön vorn rein, arkane Explosion und dann siehst du, wie die Zahlen nach oben schießen.
So, dann kommt die zweite Gruppe noch mit dazu. Jetzt wird es richtig lustig für unseren Mage. Aber noch besser wird es für unseren Elishami derzeit. Nee, jetzt kommt der Mage mit seiner Arcane-Explosion. Das waren dann gleich mal 10.000 DPS ganz kurzzeitig, ne? Hat er abgewartet, bis alle ihr Zeugs rausgehauen haben, eine Dreiviertelstunde am Kämpfen sind und er drückt dann eine Taste, bumm, Platz 1. Ja, so ist das eben. Da darfst du als Hunter überhaupt nichts hier so. Das Einzige, wo du gegenhalten könntest, wäre Single Target, alles andere kannst du vergessen. Ja. Im AOE, du kannst eine Brandfalle setzen, das ist das Einzige, was du machen kannst. Ja, dann machst du halt auch mal 1000 DPS, aber was sind 1000 DPS bei AOE? Guck dir den Schaden an, den der Mage fährt mit seiner Arcane-Explosion, 3,5k, ne? Selbst der Verstärker-Schamane macht 2000 DPS. Vor uns hat unser Heiler über 2000 DPS gemacht, weil er halt einfach mit Damage gedrückt hat. Und du als Hunter guckst halt in die Röhre, weil du nichts hast für AOE-Damage. Aber so ist das eben. Man kann ja nicht alles haben. So. Schade ist, dass wir jetzt den Sound von dem nicht hören. Da hat immer meine Lieblingstexte so mit, ne? Lauft um euer erbärmliches Leben. Ne, bettelt um euer erbärmliches Leben. Oder lauf, Feigling, lauf. Aber manchmal nervt er auch ganz schön, besonders wenn er in seinem Satz dann gleich nochmal den gleichen Satz wieder anbringt oder so. Also er unterbricht sich selbst und labert dann einfach weiter. So ein komischer Typ. Aber wir brauchen den eben, um ja, überhaupt weiterzukommen in der Instanz. Der Raum ist ja zu. Also der ist obligatorisch erstens. Und zweitens brauchen wir ihn ja für die Karazhan-Prequest. Oder besser gesagt für die Nightbane-Karazhan-Prequest. So, Mobs sind gefiert. Dann holen wir uns da gleich mal zwei ab, die hier gerade in unsere Richtung gefiert wurden. Schießen wir gleich weg, die ganzen Orks hier. Sind eh nur Non-Elite-Mobs. Kein Problem. So, und dann haben wir noch Totenkopf. Wie immer, Totenkopf wird als letztes umgehauen, ne? Standard. So, schnell Mana tanken. Ah, unser Tank hat schon gepullt. Dann haben wir nicht viel Mana übrig, macht nichts. Der hat eh nur 150.000 Leben, der große Hexenmeister. Wird gleich noch AT gezündet und dann gib ihm schön aus den Void-Zonen raus. Wenn er seinen Wirbel macht, dann alle von ihm weg, auch die Pets weg. Meistens kriege ich es eh nicht hin und das Pet stirbt einfach. Mal sehen, wie es jetzt abläuft. Ich guck mal an, wie der dahin schmilzt. Magier, ja, das Pet ist mal wieder gestorben, war ja klar. Magier macht ja 2200 DPS. Ich habe kein Mana mehr. Aber da fällt er um. Okay, wir haben den Dämmervollianten bekommen. Das ist quasi das Quest-Item, was wir für Nightbane benötigen. Für die Attunement-Quest-Reihe. Jetzt gibt es erstmal wieder Mana. Dann wird das Pet hochbelebt, wiederbelebt, hochgeheilt. Und wenn wir dann voller Mana sind, können wir in den nächsten Raum gehen. Und sobald wir den betreten, startet auch schon das Time-Event. Kriegen dann gleich einen Debuff auf uns. Den bekommt man übrigens immer, wenn man hier HC reingeht. Also das Time-Event startet automatisch. Man muss das nicht irgendwie manuell starten oder sowas, sondern das läuft halt einfach nebenbei mit. Okay, alle sind ready. Und dann kann es losgehen. Ab jetzt haben wir eine Stunde Zeit, um den Endboss zu besiegen. Anderweitig würden unsere
Verbündeten hingerichtet werden. Okay, so der Speer, ihr seht ihn, wie er oben am Rande der Karte wegläuft. Er schlägt jetzt Alarm und damit startet der Spießrutenlauf hier am Lauf der Flamme. Da gebe ich unserem Droidentank gleich mal Irreführung. Und sobald die Mobs kommen und getroffen werden, ja toll, die sind bloß mal kurz eingelaufen, komplett daneben gehauen. Meine Salve. Ein, zwei Mobs konnte ich ihm dadurch quasi aufschießen. Mehr ist nicht, aber wir haben ja einen Magier mit Arcana-Explosion. Da macht sie ja einfach Puff-Peng und dann sind die alle kaputt. Okay. So. Die zwei Zeloten, jetzt gehen wir noch ein Stück weiter nach vorne. Jetzt müsste gleich die nächste Gruppe kommen. Das Feuer ist immer ganz gut ausgewichen. Da kommen die nächsten zwei angerannt. Die hauen wir auch gleich noch mit um. Und dann sind wir schon fast vorn. So. Unser Bär nimmt sich jetzt die vier Zeloten hier vorne noch vor. Ich gehe noch mal kurz in Tod stellen, damit ich die Aggro wegbekomme. Alles klar. Und dann steht ja nur noch der Boss mit seinen zwei Bogenschützen. Jetzt kommen noch mal zwei Zeloten, die haben wir vorher noch fix um. Haben wir die beim Bosskampf nicht unbedingt mit drin. Auch wunderbar funktioniert. Und jetzt geht's an den Boss ran. Zuerst die Bogenschützen. Und ihn von der Gruppe wegdrehen, weil der spaltet. Sieht man auch schön diesen grünen Halbmond, den er vor sich dann immer mal macht. Den einen Bogenschützen haben wir sogar in den Schaf gepackt. Und die Blutwache Porung auf normal halt eigentlich gar kein Boss so richtig. Wird zwar als Boss quasi gekennzeichnet, hat aber gar kein Loot. Auf HC hat er allerdings Loot. Und er hat hier auf HC auch wesentlich mehr Lebenspunkte, ne? Mit fast 140.000. Ich glaube, auf normal ist es bloß ein Mob mit 24.000 Lebenspunkte oder so. Ja, der 4 kann ein bisschen nervig sein, aber ansonsten hauen wir ihn einfach um. Da fällt er um. Und der Bogenschütze ebenso. Okay. Looten nicht vergessen, er hat nämlich auch ein Abzeichen der Gerechtigkeit. Und dann kann es weitergehen. Jetzt kommt wieder der Raum mit den schönen Gruppen. Also quasi nach Lauf der Flamme, der ist ziemlich einfach, der Raum, wenn man ordentlich nach vorn brecht. Gut, dass der Auftragsmörder jetzt gleich gekommen ist, aber ein weniger später dann. Hier ist mit der schwerste Trash in der ganzen Instanz. Man kann auf HC oder auch auf Normal die Gruppen links und rechts auslassen. Man muss die nicht mitspielen. Das sind halt die Gruppen, die man quasi mitmacht, wenn man die Daily NHC spielt. Allerdings haben wir uns gedacht, okay, warum nicht, ne? Müssen eh auf die PAT noch warten. Die kommt nämlich dann gleich noch, dass die uns nicht in die jetzige Gruppe mit rein edit, weil das könnte verheerende Auswirkungen haben. Übrigens, sollte man hier sterben während des Time Runs, verschwindet für einen der Debuff. Aber der Time Run ist immer noch aktiv. Problematik ist, man kann nicht mal nachgucken, wie viel Zeit man noch auf der Uhr hat. Das ist dann halt einfach weg.
Aber man hat deswegen den Time Run nicht verloren, wenn man stirbt und wieder reinläuft. Okay. So, wir wollten jetzt eigentlich die Gruppe hier pullen. Nur dann kam hinten die Putt. Seht sie gerade am oberen Bildschirmrand. Deswegen haben wir mal kurz noch abgewartet. Und dass wir jetzt hier nicht die Putt noch mit dazu adden. Wie gesagt, es ist genügend Zeit, um den Time Run zu schaffen. Man muss hier nicht irgendwie durchhetzen oder sonst irgendwas. Man kann sich wirklich Zeit lassen und die Gruppen hier einzeln durchführen. Ich bin mir auch gar nicht ganz sicher, ob das früher auch so war, dass man eine ganze Stunde Zeit hatte, um den Time Run zu schaffen. Ich hätte immer gedacht, dass das eine halbe Stunde gewesen wäre, dann 15 Minuten für den zweiten und dann nochmal 10 Minuten oder so für den dritten, bis alle drei quasi hingerichtet worden sind durch den Henker. Aber eine ganze Stunde ist halt wirklich schon viel. Also normalerweise dauert die komplette Instanz ein bisschen weniger als eine Stunde. Und da hat man aber ja auch den Trash bis zum ersten Boss und den ersten Boss schon inkludiert. Das muss man ja hier beim Time Run abziehen, ne? Weil der erst nach dem ersten Boss startet. Okay, weiter geht's. Erste Gruppe. Eisfalle sitzt. Schaf sitzt auch. Und dann hauen wir die vier Mobs hier mal schnell um. Oh, Eisfalle ist wieder rausgekommen, oder war das? Ne, das war so ein random Raufbold. Der hat gleich mal auf unseren Heiler eingedroschen. Jetzt kommt wieder der Eisblock von das Einfrieren vom Magier. Meine Eisfalle habe ich erneuert bekommen. Da haben wir erstmal wieder 20 Sekunden Ruhe. Unser Mage hat hier mit dem Raufbold zu kämpfen. Deswegen fokussen wir den jetzt gleich mal down. Und jetzt sind die restlichen zwei Mobs auch dem Tode geweiht. Dann geht's auf die Eisfalle. Den Häscher noch umkloppen. Und dann ist nur noch das Schaf da. Sehr schön. Wenn ihr euch wundert, dass ich keinen Ruf mehr bekomme, ich bin bei der Ehrenfeste schon ehrfürchtig. Das heißt, da gibt es keinen Ruf dann mehr. Eine höhere Rufstufe gibt es nicht mehr. Von daher gibt es für mich keinen Ruf mehr in der Instanz. Ich gehe ja wirklich nur wegen den Quests rein, nicht wegen des Rufes. So. Die haben wir geschafft. Jetzt können wir weiter vorrücken und die Gegner an den Trainingspuppen uns vornehmen. Normalerweise kommen die auch alle beide. Ihr seht. Hier kommt nur einer. Der andere. Ah, jetzt hat er sich dazu entschieden, uns Aufmerksamkeit zu schenken. Ne? Er hat uns ja vorher komplett ignoriert. Nur jetzt ist es für ihn zu spät. Ja, also irgendwie so richtig bugfrei ist diese Instanz nicht, was das Pullen von gewissen Mobs angeht. Ne? Manchmal kommen sie direkt. Manchmal ignorieren sie dich, mal kommt die eine Gruppe und die andere bleibt einfach stehen, dann kommen mal wieder alle. Kannst nicht so richtig planen. Gut, Gruppe Nummer 2 von den 5er Gruppen hier. Ne, 6er Gruppen sind das ja. Wir haben wieder alles markiert. Tank pullt. Ich hole mir meinen Mob raus für die Frostfalle. Hat gepasst. Oder Eiskältefalle, besser gesagt. Stell mich wieder hinten hin. Schieb es auch drin. Und dann hauen wir die vier Mobs hier vorn um.
Gefokust wird der Legionär. Danach kommt der Akolyt dran. Anschließend der Aufbold. Gebet der Heilung wurde schön gekickt. Damit sind die ziemlich schnell Geschichte. Ah, ich habe den Häscher keine Frostfalle gemacht. Aber der Tank war sehr schnell und hat mir den Mob direkt abgenommen. Das passt. Und da liegt der auch im Dreck. Okay. Das Schaf ist raus. Das Schaf. Das ist jetzt wieder ein Dunkelzauberer. Der wird schnell angetankt, Feuerregen gekickt und das war's. Ja, ihr seht, wie kontrolliert das ablaufen kann, wenn die Gruppen so kommen, wie man sie sich vorbereitet und nicht ja, jetzt von links und rechts vielleicht noch die beiden Gruppen aus den Winkeln noch hervorströmen oder sowas. Von daher, so passt das schon. So, dann schauen wir doch mal, ob uns jetzt alle drei von diesen Kämpfern hier, von den Wildern, begrüßen werden. Oder ob welche uns wieder ignorieren und mehr auf ihren Trainingspuppen einhauen. Wir werden es gleich sehen. So, der Mond ignoriert schon mal. Blaue ist quasi auch nur gekommen, weil ich ihn angeschossen habe. Ah, und jetzt ist Mond da. Okay. Unser Tank hat halt aus Versehen auf die Trainingsattrappe den Mond gesetzt zum Schieben, anstatt auf den Wilderer. Aber das macht nichts mehr, wussten ja, was zu tun ist. Aber die Trainingsattrappe ist schon. Ist der? Ja, es hat gleich geschrieben. Der sollte halt die Attrappe schieben und nicht den Mob. Ich lege mal vorsichtshalber eine Frostfalle drunter. Man weiß ja nie, was so eine Attrappe hier noch vorhat. Ne? Nicht, dass wir jetzt hier die Mobs machen und auf einmal dreht sich die Attrappe um und denkt sich, oh, ein Heiler. Dusch. Okay, weiter geht's. Jetzt kommen wieder kleinere Gruppen, Champions und so. Unser Melisham hier hat schon wieder größte Sorgen. Ja, Windfury ist geprockt. Da hat es halt mal Bumm gemacht bei ihm und danach macht es nochmal Bumm bei ihm. Ne? Also einmal Bumm durch ihm und einmal Bumm bei ihm. Kann passieren. So, ab jetzt hier in den Gängen schön mit Leuchtfeuer arbeiten. Wir wissen ja, hier müssen noch keine Auftragsmörder sein, aber es können. Und wir haben hier vorne gleich die nächste Patt. Die wollen wir ja möglichst ohne so einen Auftragsmörder, der dann unseren Tank vielleicht noch stunt, durchführen. Von daher immer schön mit Leuchtfeuer als Hunter hier arbeiten, um die ja, die gestelften Auftragsmörder aufzudecken. Aber es scheint erstmal so, dass hier kein Auftragsmörder dabei ist. Ich habe trotzdem noch mal ein Leuchtfeuer vorn hin. War nix. Okay. So. Die letzten beiden Gegner, bevor es zum zweiten Boss geht. Und ihr seht an unserem Debuff, ich muss gar nicht drüber gehen. Also wenn überhaupt, ist erstmal eine Viertelstunde um. Und wir haben immer noch 45 Minuten, um den Time Run zu schaffen. So, und wenn wir den zweiten Boss besiegt haben, ist ja nur noch mal so ein kurzer Gang, wie wir es jetzt gerade haben. Oh, jetzt hat es mein Felsheizer wieder zerrissen. Und mehr ist es im Endeffekt dann auch nicht. Dann kommt ja schon der Endboss. Also wir liegen prima in der Zeit. Übrigens sehe ich jetzt gerade, dass ich bei meinem Feldsetzer einen Spott noch anhabe. Dann brauche ich mich nicht wundern, warum der Aggro zieht und dann stirbt, wenn der die Mobs abspottet. Das habe ich die ganze Instanz wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass ich hier noch Spott aktiv hatte.
Naja, manchmal ist das eben so, ne? Man muss halt an alles achten. Gut. Mana hochziehen, Pet hochheilen. So, Schamanheiler hätte auch mein Pet nochmal hochheilen können. Na gut, gehen wir halt so in den Kampf. Hantermal ist drauf, Irreführung ist drauf. Ich stelle mich wieder links so ein bisschen an meine Position hin. Und dann geht's los. Kriegshetzer Umurok. Über 200.000 Leben. Und gleich dürfte er die Akro mal verlieren. Normalerweise verliert er ja eigentlich die Akro und läuft auf irgendeinen anderen Spieler dann drauf hin. Derzeit macht er irgendwie noch gar keine Fähigkeit, außer seinen Donnerknall. Macht der heute noch was? Ich glaube, der schlägt nur so zu. Okay. Also der Mob hat vergessen, dass er irgendwie Fähigkeiten hat, die man einsetzen kann. Keine Ahnung. Das war halt, all das war laut Definition ein wahrer Tank ins Bankboss, weil der hat ja nun wirklich gar nichts gemacht. So, ab jetzt denkt dran, Obacht, Obacht. Wo sind die Auftragsmörder? Die gilt es zu finden. Wir hatten am Anfang einen vor. Wo war der gleich? Nach dem Spießrutenlauf direkt von, bevor wir in die 5-Mann-Gruppen rein sind. Da hatten wir einen. Hier in diesem Zwischengang gerade war keiner. Da hinten seht ihr schon einen, ne, mit Sternen markiert. Ich habe auch schon meinen Hunter mal drauf gemacht hier. Der denkt zwar noch, er ist im Stealth, aber nichts ist. Ja, müsste mal nach oben gucken, dann würde er vielleicht den riesen Pfeil sehen, aber okay. Das ist der erste, also der zweite quasi. Wir zählen jetzt einfach mal mit, wie viel von diesen Auftragsmördern wir denn finden. Ah, da ist gleich der nächste. Okay. Also das hier ist Nummer 2. Der mit Stern markiert und mit Hunter mal versehen ist dann Nummer 3. Er würde jetzt wieder in den Stealth reingehen, aber nicht mit uns. Da ist Nummer 4 in der Kurve. Überraschungen könnt ihr euch knicken. Bei uns wird sich nicht überrascht. Wir überraschen euch eher. So, jetzt müssen wir auch aufpassen, jetzt dürfte gleich die Patt kommen. Ja, da ist die Patt. Ich guck mal noch. Ah, da. Ne? Wie viel hatten wir jetzt? 4 insgesamt. Ne? 3 hier und einen vorhin. Das heißt, das ist dann Nummer 5. Und ich glaube, insgesamt sind es 6 Stück, wenn ich mich recht nicht täusche. Das heißt, wir müssten dann noch einen haben. Oh, der Auftragsmörder ist wieder despawned. Jetzt ist er wieder da. Also das ist Nummer 5. Und dann müsste eigentlich noch einer um die Kurve herum irgendwo sein. Da ist er. Das ist Nummer 6. Mal gucken, ob noch einer weiter vorne ist. Es könnte auch sein, dass quasi immer 6 Stück in diesem L-Gang drin sind und es zusätzlich vielleicht noch weitere gibt oder so, die nicht immer da sind. Ja, weil hier ist nämlich auch noch einer. Das heißt, wir haben hier jetzt 6 und insgesamt hatten wir 7.
Oder es sind halt immer sieben da und man hat sie entweder alle sieben hier im Gang oder einer mal noch irgendwo anders in einem der Gänge. Könnt ihr in die Kommentare reinschreiben, ob ihr da zuverlässige Informationen habt, wie das mit diesen Auftragsmördern ist, wie viel da immer in der Instanz drin sind, ob das variiert. Auf jeden Fall kann man sagen, die meisten finden sich hier in diesem L-Gang. Okay, das waren die letzten Mobs vorm Endboss. Wir stehen schon davor, haben gerade mal 20 Minuten jetzt seit Beginn des Speedruns verbraucht. Deswegen sage ich ja, also wenn sie es auf 30 Minuten gemacht hätten, hätte ich gesagt, okay, das ist eine Herausforderung, da muss man sich auch wirklich beeilen, aber bei einer Stunde ist das ja überhaupt kein Ding hier. Ja. Ja, 25 Minuten haben wir jetzt vor dem Endboss verbraucht. Und wenn wir den jetzt besiegen, ohne zu wipen, haben wir das Ding ja locker schon gewonnen. Gut. Mana ist voll. Pet sieht gut aus. Hunter Maul ist drauf. Irreführung auf den Tank. Und dann kann es losgehen. Randa. Tank wird aufgeschossen. HT gezündet. Und dann hauen wir den Karg Messerfaust einfach weg. 206.000 Leben hat er. Ja, die Hälfte ist schon weggehauen, ne? So viel Damage kommt da. Hier kommt euch ein Magier an, 2.500 DPS. Da kannst du einfach nicht mithalten als Hunter. So, einmal hat er seinen Klingenwirbel gemacht. Ich habe es ohne Probleme überlebt, ne? Mit lockeren 31 Leben habe ich hier den Klingenwirbel überstanden. Kein Problem. Die paar Adds, die hier immer mal dazu kommen, werden einfach mit angetankt. Die rennen jetzt eh weg. Ja, und da haben wir es schon geschafft. Ihr seht, der Debuff ist verschwunden. Das heißt, man hat jetzt alle Zeit der Welt, bis auf wenn die Instanz resettet, sich den Henker zuzuwidmen. Wir brauchen ihn aber trotzdem, um die Quest abzuschließen. Ihr seht jetzt im Vergleich zum normalen Modus, dass hier hinten jetzt drei NPCs stehen, die eben getötet werden sollen oder exekutiert werden sollen. Der Henker ist jetzt quasi für unsere Quest noch zuständig. Er hat 27.000 Leben, also ein ganz normaler Elite-Mob aus der Instanz. Den hauen wir jetzt fix um. Der kann ja nichts weiter. Und was auch gut ist, der Henker droppt auch nochmal ein Mal der Gerechtigkeit. Ein Abzeichen der Gerechtigkeit. Das ist quasi. Und einen großen Haufen von Urelementen. Also entweder Urluft war schon mal drin, Urerde und so weiter. Und halt ein Abzeichen der Gerechtigkeit als Belohnung für den Speedrun. Okay, die Axt haben wir bekommen. Quest ist somit abgeschlossen. Dann können wir die Quest dann gleich mal abgeben. Wir kriegen hier ein Portal nach Shadrat vom Jäger und sehen uns dann gleich beim Questgeber wieder. Zuerst geben wir erstmal die Quest in Shadrat direkt ab bei Adal. Und dann müssen wir dann nochmal hoch zum Netherstorm, um die Quest für die Karazhan Nightbane Attunement Questreihe abgeben zu können. So, Prüfung der Nahu Erbarmen haben wir und jetzt kommt Prüfung der Nahu Magteridon. Das heißt, wir müssen jetzt Magteridon besiegen im 25er Raid. Soweit sind wir allerdings mit unserem Raid noch nicht. Wir hatten bisher nur einen Abend, an dem wir ihn probieren konnten. Und das wird aber, denke ich, noch, wenn wir genügend Spieler immer haben und uns ein bisschen einspielen können, sollte der auch
bald liegen. Wir geben jetzt unten in Shadrat noch unsere Daily Quest ab. Ihr seht, was wir alles erfüllt haben mittlerweile. Und brauchen jetzt eigentlich nur noch Magteridom umhauen, um das Auge freizuschalten. So. Daily HC Quest. Gibt es wieder zwei Abzeichen für. Und dann sehen wir uns gleich oben im Netherstorm wieder, wenn wir oben in Area 52 bei Kalina die Quest abgeben. Bis gleich. So, in Area 52 angekommen. Haben wir hier am nördlichen Ende der Stadt Alina, geben die beiden Bücher ab und kriegen jetzt schon die Urne, in der wir den Schrecken der Nacht oder Nightbane auch genannt, beschwören können. Na, kriegen wir die jetzt? Jetzt haben wir sie bekommen. Ja, es leckt ein bisschen in den letzten Tagen im Netherstorm. Und mit der Urne können wir Nightbane dann auf der Terrasse beschwören, müssen ihm die Essenz entziehen. Ich schätze mal, wir müssen ihn dafür töten. Und dann können wir das abgeben und haben die Attunement Quest-Reihe auch endgültig abgeschlossen. Mal sehen, wann wir zu Nightbane kommen. Mit unserer Gruppe müssen wir ja erst nochmal Nethergroll besiegen. Als, oder was heißt müssen, wollen Nethergroll noch besiegen. In unserer ersten KH-Gruppe der Gilde sind wir schon so weit und haben Nethergroll besiegt. Bei dem bin ich ja auch einmal mitgegangen. Und ich denke, hier können wir erstmal das Video beenden, soweit. Und in der zweiten Gruppe wollen wir es dann noch besiegen. Ich konnte halt bloß in der ersten letzte Woche nicht mitgehen. Ja, und dann können wir auch Nightbane die ganze Zeit immer wieder beschwören. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir unsere Attunement-Quest-Reihen weiter fortführen werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao!